Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich begrüße euch mal wieder ganz, ganz herzlich zu einem neuen Let's Play von Blaza, Indischer Ozean Team Deathmatch auf der Sony PlayStation 3. Mein Name ist YouTube Gamescom. Ja, komischer Name, YouTube und Gamescom. Zwei Sachen, die ich cool finde. Und heute spielen wir mit der MTR, der SMAW. Leichtgewicht, Sichtgurt, Gewandtheit, Granate, Unterhandgranate mal 2, mit einem Thema, was euch alle interessieren wird. Ihr werdet es wahrscheinlich im Videotext dann sehen. Und zwar möchten wir heute über die Xbox 360 von Microsoft sprechen und über die PlayStation 3. Ja, genau. Und zwar immer kommen die ganzen Gerüchte raus, was eigentlich besser ist. Ist die PlayStation 3 besser? Ah! Ich Idiot, Digga! Ah, ich bin so blöd! Oh, blöder Hobbit. So, andere Geschichte. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Heute möchten wir mal darüber sprechen, was eigentlich besser ist. Die PlayStation 3 von Sony oder die Xbox 360 von Microsoft. Bevor ich jetzt hier irgendwelche Witze mache, ich werde dieses Video heute mal ein bisschen ernster halten, weil ich habe mich tatsächlich schlau gemacht. Ja, euer YouTubeGamescom hat sich schlau gemacht. Wie hat er das gemacht? Wahrscheinlich mit dem Internet, das heißt so. Und ja, ich habe geguckt, die Leistung und was besser ist. Und ich muss jetzt echt mal meine Meinung dazu sagen. Fakt ist, die PlayStation 3 hat mehr Grafikpower und da steckt natürlich deutlich mehr Sachen drin, die man drauf hat. Ich sage nur das PlayStation Home. Ich weiß jetzt nicht, ob von euch, liebe PlayStation 3-Zocker, überhaupt jemand mal im PS Home war. Wahrscheinlich sind die meisten, die da reingehen, sowieso nur pädophil. Aber das ist jetzt erstmal eine andere Geschichte, die erzähle ich euch im anderen Video. Und was mir jetzt wirklich wichtig ist, ist einfach, dass sie einen Blu-Ray-Player hat. Das war für mich sehr wichtig, als ich das gekauft habe, weil ich wollte immer meinem HD-Fernseher Blu-Ray-Filme angucken und wollte eine Spielekonsole haben mit Blu-Ray-Player. Und da ist natürlich die PlayStation 3 von Sony wunderbar. Und ich denke einfach, dass die PS3 einfach ein Lebensgefühl in meinen Augen verkörpert. Das ist bei mir so. Sie verkörpert in meinen Augen einfach Lebenslust, Spaß und einfach geile Community. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Xbox 360 eine schlechte Community hat. Nein, nein. Ich finde nur einfach, die Xbox 360 hat eine geringere Lebensdauer. Das Laufwerk ist deutlich anfälliger dafür, dass es mal am Arsch geht. Eine Xbox 360 kann schon nach 2-3 Jahren kaputt sein. Hoher Wahrscheinlichkeit. Und eine PlayStation 4, was ich mal gelesen habe, dass eine PS3 bis zu 20 Jahre halten kann, wenn man sie ordnungsgemäß legt und nicht irgendwie aus dem Fenster schmeißt. 20 Jahre maximale Lebensdauer. Und das ist natürlich schon ein starkes Stück, muss man sagen. Ja. Die Xbox 360 hat natürlich in meinen Augen einen sehr starken Nachteil, den ich nicht gut finde, dass man Geld bezahlen muss für den Bonzenverein Microsoft. Microsoft ist so eine große Firma mit so vielen Multimilliarden Dollar Einnahmen, dass sie dann auch dieses Online-Spielen, Ding machen, so Geld bezahlen wollen. Und wenn jetzt die Xbox 360 Spieler kommen, ey, wir bekommen dafür coole Spiele und so, das ist völliger Quatsch. So ein Spiel zu produzieren ist sehr, sehr billig. Und auf der PS3 gibt es auch Millionen von Gratis-Spiele. Man muss sie nur finden im PlayStation Store. Vielleicht ist es auf der Xbox 360 ein bisschen simpler dargestellt. Und vielleicht sieht die vielleicht, vielleicht ist das Store vielleicht auch ein bisschen schöner. Aber, die PS3 hat einfach in meinen Augen viel mehr Vorteile. Sie ist einfach vom Design her sehr schön gemacht. Ich habe jetzt die Slim-Variante, 160 GB, glaube ich, ist das. Und dann dieser blaue Knopf da, dieser grüne. Es ist einfach ein starkes Ding. Und die Xbox 360 ist in meinen Augen kalt. Es ist einfach so ein kalter Kasten. Das sieht aus wie ein kleiner Satellit. Und nee, ein fetter Satellit, sorry. Und manchmal brummt der Xbox 360 Kasten ja mal ganz schön laut. Ich weiß, ich werde jetzt hier nicht alle Meinungen vertreten, aber wenn PlayStation 3 Zocker da sind, Xbox 360 Zocker, dann schreibt bitte mal in die Kommentare, was findet ihr an der PS3 gut und was findet ihr an der Xbox 360 gut. Aber genau könnt ihr schreiben,
was findet ihr an der PS3 schlecht und an der Xbox 360 schlecht? Es kommt immer darauf an, ach, YouTube Gamescom, warum beleidigst du die Xbox 360-Socker? Das mache ich überhaupt nicht, weil ich nicht die Menschen beleidige, sondern nur die Konsole. Die Zocker sind ja die gleichen. Ne? Die Zocker sind ja die gleichen. Und es ist nur meine Meinung, die ich hier vertrete. Und jetzt könnt ihr gerne mal schreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet, von der PS3 und von der Xbox 360. Ich melde mich jetzt zurück in meine Messibude. Wir sehen uns dann wieder in einem nächsten Commentary oder einem Real-Life-Video. Ich weiß es noch gar nicht. Mal gucken. Ciao!